Weil du nicht weißt, was du nach der Schule machen sollst, gehst du erstmal nach Australien. Weil du merkst, wie teuer das Leben dort ist, heuerst du auf einer Krokodilfarm an. Weil du auf einer Krokodilfarm anheuerst, musst du deinen Kopf jeden Tag in ein Krokodilmaul stecken. Steck nicht jeden Tag deinen Kopf in ein Krokodilmaul. Mach lieber den Stärkentest der Bundeswehr. Damit erfährst du alles über deine Talente und Stärken. Mehr auf karrierekaserne.de. Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle. Guten Morgen zu Ihnen um kurz vor acht. Jetzt hatten wir es ja vorhin schon kurz davon, dass wir wegen der Brutzeit der Vögel bis 1. September Hecken und Büsche nicht kurz schneiden dürfen, um nicht die Nester zu zerstören. Aber FFH-Hörer Thomas aus Niddertal hat sich gewundert. Ich habe nämlich gerade die letzte Woche vom Ordnungsamt eine Aufforderung bekommen, meine Hecke zu schneiden, weil sich ein Nachbar beschwert hat, weil angeblich, also ein bisschen über die Grundstücksgrenze auf dem Gehweg die Äste ragen. Da weiß man gar nicht, wie man sich als Bürger verhalten soll. Ja, verwirrend ist es schon, aber Thomas, ein Form- und Pflegeschnitt ist laut Gesetz erlaubt, eben nur nicht die ganze Hecke absäbeln. Also ich würde sagen, gell Martin, da muss der Thomas ran. Allerdings. Guten Morgen. FFH, das Wetter. Martin Wettergut, schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Na, was hast du heute für uns im Angebot? Naja, also du, nicht so viel, eher bescheiden. Ich würd's auch verschenken, sagen wir es mal ja, so. Ja, okay. Ich will's nicht haben. Okay, ja, ich glaube, jeder von uns will es jetzt mehr oder weniger nicht haben, weil egal, was Sie tun heute, wann Sie es tun, machen Sie es auf jeden Fall mit Regenschutz. Nehmen Sie einen Regenschirm mit, weil die ersten dicken, fetten Regenwolken stehen quasi schon vor der Haustür und kommen schon in den nächsten Stunden reingerauscht. Deswegen ab heute Vormittag dicke Wolken, immer mal wieder Regen und nicht nur das, im Laufe des Tages sind auch richtig fette Regenschauer dabei, also Regengüsse und das garniert mit Gewittern. Wenn Sie fragen, wo ist die Sonne? Ja. Na, sie kommt jetzt vielleicht zu Sonnenaufgang in Osthessen raus und dann wieder zum Abend hin, zum Sonnenuntergang wieder in Westhessen. Also die Sonne ist heute eher schüchtern dabei, der Rest gehört dem Regentief und das Ganze mit 16 bis 22 Grad. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Guten Morgen mit Taylor Swift bei FFH um 6.35 Uhr. Viele Hessen starten auch heute wieder in den Sommerurlaub. Ab in den Flieger Richtung Sommer, Sonne, Strand und Meer. Wir gönnen es ihnen natürlich, aber wenn man tagsüber an den Himmel über Hessen schaut, sieht man schon, da ist wirklich auch deutlich mehr los als sonst. Ne? Und vielleicht fragen Sie sich da ja auch, wie ist das eigentlich für die Piloten? Also, die starten ja im wahrsten Sinne des Wortes nach einer langen Pause wieder voll durch. Wir schalten heute früh immer wieder in einen Ferienflieger. Der ein oder andere Pilot hat da leichte Startschwierigkeiten. Verehrte Fluggäste, wenn Sie aus dem rechten Fenster schauen, dann sehen Sie Terminal 2. Und wenn Sie aus dem linken Fenster schauen, dann sehen Sie die Gangway. Leider habe ich nach der langen Zeit vergessen, wie man das Ding hier startet. Trotzdem, thank you for traveling with this airline. Wo geht jetzt der Scheiß? Da ist doch dieser Startknopf hier, das gibt's doch keinen. Kein normaler Dienstag, sondern ein goldener. Malaika Mihambo, Weitspringerin aus Heidelberg, startet für die LG Kurpfalz, hat es tatsächlich geschafft. Ich habe zwischenzeitlich nie mehr dran geglaubt. Gold im Weitsprung. FFH-Sportreporter Michael Max, yes. Guten Morgen wieder zu guten dir. Guten Morgen, grüß dich. Du kannst immer mit so erfolgreichen Nachrichten yeah, kommen. Gerne. Ne? Was war das für ein unfassbarer Krimi? Mega. Mihambo, die übrigens ja mit goldgefärbten Haaren angetreten ist, springt im sechsten und allerletzten Versuch zu Gold. Genau 7 Meter reichen am Ende für den ganz großen Erfolg. Direkt danach schießen der Heidelbergerin die Tränen in die Augen und sie sagt danach im zweiten. Ich meine, der Weltkampf hört erst nach dem sechsten Versuch auf und das Wichtigste war eben einfach dran zu bleiben, nie den Glauben zu verlieren und zu wissen, ich habe noch eine allerletzte Chance, um die dann auch zu ergreifen. Ja, und sie hat auch uns alle gegrüßt, die schon so früh wach waren und extra für sie angefeuert haben vor dem Fernseher. Gell? Richtig toll, also habe ich ganz, ganz großen Respekt vor so einer Leistung, dass man im letzten Versuch echt sich so zusammenreißen kann und das noch packt. Also Glückwunsch zu Gold im Weitsprung. Und wir haben Michael auch im Zweier-Kanadier bei den Kanuten Bronze geholt. Genau. Und die Seglerinnen haben auch eine Medaille. Silber. Ja, genau. Silber. Und eine Bronzemedaille ist am Abend nach Hessen zurückgekommen. Die von Sarah Köhler. Die gebürtige Hanauerin ist am Abend am Frankfurter Flughafen gelandet. Bronze hat sie ja geholt über die 1500 Meter Freistil. Und sie wurde jetzt eben von Freunden und Familie dort empfangen. Mhm. Und besonders emotional der Papa Ralf Köhler im Gespräch mit unserem FFH-Reporter Yannick Schick.
mega stolz so, weil für mich war es einfach so, als wenn sie Gold geholt hätte. Die Medaille ist sehr viel wert, ja. Und wie schön ist es für Sie als Papa, dann sie jetzt auch wieder in die Arme nehmen zu können? Wunderschönes Gefühl. Jetzt genieße ich auch eher die Woche, wo sie geschwommen ist, konnte ich kaum genießen. Ich war so angespannt, das ist unwahrscheinlich, das war schon immer so. Oh, kann man voll nachvollziehen, ja. Oder wie die Eltern da so krass mitleiden. Ja. Schön, also auch ein bisschen Pipi in diesem Fall in den Augen. Ist alles emotional bei den Olympischen Spielen hier bei uns bei FFH. Alle Infos natürlich rund um die Uhr in Web und App und auch, ob wir da im Laufe des Tages vielleicht noch auf irgendwas hoffen können oder wenn nicht, dann morgen wieder. Du bist ja einfach da und berichtest, ich sobald bleibe. Ich komme rein wieder zu knallt. Dir immer. Genau. Hitradio FFH, Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Guck mal da oben auf dem Zeitschriftenregal. Hä? Mir ist gerade eine Amsel reingeflattert. Sonst ist es ja immer umgekehrt. Was? Da zeige ich dir einen Vogel. Nee. Einmal die 4 und ich brauche dringend noch eine Packung Vogelfutter. Momentchen mal bitte, Sie sehen doch, die Amsel da oben war vor Ihnen. Was? Sie, Stefan, wenn ich die fütter, bleibt sie vielleicht bei mir. Als ob's nicht langt, dass du eine Meise hast. Also durch das Insektensterben und die milden Winter ist es übrigens wichtiger, die heimischen Singvögel jetzt im Sommer zu füttern, da sie durch die Aufzucht ihrer Jungen einen viel höheren Energiebedarf haben. Und was ist mit der Aufzucht der Mädchen? Oh nee, jetzt hat sie Kacke auf meinen Kittel gemacht. Jetzt weißt du wenigstens mal, wie sich das anfühlt, Anke. Was? Bei deinen Preisen werden ja sonst immer wir Autofahrer beschissen. 389 Euro, sammeln Sie Schwäbchenpunkte, haben Sie eine Adler-Mannheim-Karte oder sind Sie im Jürgen-Vogel-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast. Bei FFH im Web und in der App. Guten Morgen Lindau. Der FFH-Urlaubscamper. Die Hesse kommen. 6:08 haben wir es mittlerweile. Und Marie und Dani aus Gießen, unsere Camper diese Woche, Lehrerin und ihre Frau, Dani ist Soldatin bei der Bundeswehr, haben ja gestern früh erfahren, wir schicken euch an den Bodensee. Schöne, tolle Woche auf einem 5-Sterne-Campinghof. Gestern Abend sind die zwei Girls angekommen. Und wie geht's euch jetzt heute früh, Dani? Uns geht's super. Ich habe mir schon goldene Augenpads auf die Augen gelegt. Oh. Für den Wellness-Effekt. Ja, da war ich auch ein bisschen neidisch, als ich diesen Korb gesehen habe mit den ganzen Utensilien, die ihr da habt. Also das heißt, die erste Nacht war okay. Ihr habt ja schon gesagt, die Betten sind fast bequemer als daheim, gell? Ja, genau. Also die erste Nacht war super. Ich habe richtig gut geschlafen. Marie, wie hast du geschlafen? Ich habe auch gut geschlafen. Sehr gut. Und ihr habt ja schon in der Sprachnachricht erzählt, ihr habt schon den Campingplatz erkundet. War das bisher alles cool so für euch? Was hat euch da gefallen? Also es war bisher wirklich alles cool. Am coolsten fand ich eigentlich, dass mittendrin einfach ein Schwimmbad ist. Ja. Also normales, geklortes Wasser. Ey, und der Pool ist beheizt, gell? Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ja. Wahnsinn. Gut. Dann, genau, und Essen warme noch. Ihr wisst ja, Mädels, ihr könnt euch jeden Tag 100 Euro Urlaubsgeld erspielen mit der Challenge des Tages. Jawohl. Jetzt habt ihr ja einen Umschlag liegen bei euch im Camper mit der heutigen Aufgabe. Macht den doch genau, mal auf. Genau, der liegt vor mir. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Oh, soll ich vorlesen? Bitte, ja, wir wollen es alle hören. Wir haben 100 Euro im Camper versteckt. Und zwar 10 10-Euro-Scheine. Ihr könnt alle behalten, die ihr findet. Habt ihr zufällig schon einen gefunden? Hier. Zufällig habe ich gestern einen gefunden. Ja, ich habe ihn aber da hängen lassen. Hast dich gefragt, oh, sind hier irgendwo versteckte Kameras? Kann ich den einfach einstecken oder nicht? Genau, wie bei versteckte Kamera. Ich so, ach nee, komm, ich lass den mal da hängen. Ja, also ich kann euch verraten, mein Kollege, der die versteckt hat, hat sich Mühe gegeben. Also es ist nicht zu einfach. Aber wie gesagt, alles, was ihr findet, dürft ihr behalten. Könnt essen gehen, keine Ahnung, Ballonfahrt machen, worauf ihr Lust habt. Cool, okay, das machen wir gleich. Also Challenge ist angenommen, oder? Na klar, versteht die Frage nicht. Das wollte ich hören. Bis heute Nachmittag habt ihr Zeit, also viel Spaß beim Suchen und weiterhin einen ganz tollen Urlaubstag. Und wir hören uns dann später. Super, okay, bis dann, tschüss. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.